Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, ich freue mich sehr, dass es heute endlich soweit ist und wir unsere große Sommerausstellung in Schloss Andras Innsbruck, Modeschau, fürstliche Garderobe vom 16. bis 18. Jahrhundert eröffnen dürfen. Es war schon lange ein sehr großer Wunsch von mir, eine Ausstellung zum Thema Mode in Schloss Andras umzusetzen. Noch dazu, wo die Habsburger Porträtgalerie hier prädestiniert als Ausgangspunkt für Überlegungen und Gedanken zur Mode sind. Ich bin sehr froh, dass sich meine Kollegin Katja Schmitz von Ledebur, Kunst- und Textilhistorikerin in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums Wien, und meinen Kollegen Stefan Zeisler, Kreativdirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, von der Idee begeistern und ins Kuratorenboot hereinholen konnte. Liebe Besucher und Besucherinnen, liebe Modebegeisterte und die, die es wahrscheinlich durch diese Ausstellung werden, wir stehen hier vor einem ganz besonderen Bild, dem Bildnis einer Protagonistin, die als eine der ersten Stilikonen der historischen Mode gilt. Sie ist Marie Antoinette, die uns leider auch durch ihr tragisches Ende bekannt ist, aber sie hat auch einen wirklichen Footprint in der Mode hinterlassen. Und wir haben hier in dieser Ausstellung nicht nur dieses Bild, sondern wir schauen auch unter die Kleider und haben aus der Zeit von Marie Antoinette einen originalen Reifrock, den Sie in der Ausstellung bewundern können. Ich wünsche allen viel Spaß bei deinem Durchgang in der Ausstellung und viel Freude auf Schloss Andras. Liebe Kunst- und Modefreunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir dürfen eine von langer Hand geplante Ausstellung in Ihre Hände übergeben. Und die größte Freude machen Sie uns, wenn Sie herkommen, sich die Ausstellung anschauen. Ich verspreche, es lohnt sich. Wir haben eine Auswahl von Gemälden für Sie zusammengestellt, anhand derer wir fürstliche Mode vom 16. bis zum 18. Jahrhundert anschauen. Und wir erwecken die Bilder zum Leben, indem wir auch Realien, also dreidimensionale Kostüme dazu zeigen, wie dieses wunderbare Kinderkleid, das hier in der Vitrine neben mir zu sehen ist. Die Objekte warten auf Sie. Wir laden Sie ein zum Modeschauen und freuen uns, wenn Sie uns besuchen und wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Ausstellung. Ja, Schloss Andras ist ein wahres Gesamtkunstwerk, wie Sie soeben in den prächtigen Aufnahmen selbst sehen konnten. Die heurige Großausstellung Modeschauen greift ein Thema auf, das sich so wunderbar aus dem Ort heraus entwickelt und auf überzeugende Art und Weise mit der Gegenwart verbindet. Mode ist seit jeher mehr als nur Kleidung. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft und kann uns daher viel über vergangene Epochen und ihre Menschen erzählen. Bis heute üben historische Moden eine große Faszination aus und inspirieren namhafte Fashion-Designer und Modehäuser wie Dior, Moschino, Alexander McQueen oder Valentino. Ihre Quellen sind vielfach historische Porträts. Vor diesem Hintergrund zeigt die Ausstellung Modeschauen, fürstliche Garderobe vom 16. bis ins 18. Jahrhundert eine Auswahl an Gemälden der Habsburger Porträtgalerie von Schloss Andras, die zusammen mit originalen Kleidungsstücken, Accessoires und Schmuck in den Blick genommen werden. Dabei geht es um Mode als Ausdruck von Macht und um ihre Bedeutung als Mittel der fürstlichen Repräsentation. Ein Thema also, das ganz am Puls der Zeit ist. Das Konzept entstand in enger sammlungsübergreifender Zusammenarbeit an den zwei KHM-Standorten Schloss Andras Innsbruck und dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Veronika Sandbichler, Direktorin von Schloss Andras, ist eine große Kennerin der Andraser Porträtgalerie. Katja Schmitz von Ledebur, Kuratorin und stellvertretende Direktorin der Kunstkammer und Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums, hat ihre ausgewiesene Textil- und Kostümkompetenz in die Ausstellung eingebracht.
und Stefan Zeisler, Kreativdirektor des Kunsthistorischen Museums, hat seinen zeitgenössischen, nicht zuletzt durch seine eigene Sammlung geprägten Zugang zur Mode beigetragen. Gemeinsam zeichnen sie als Kuratorenteam für die Ausstellung verantwortlich, wofür ich Ihnen sehr herzlich danke. Danken möchte ich auch dem gesamten großartigen Team von Schloss Ambras für die vielfältige organisatorische und praktische Arbeit im Zusammenhang mit der Ausstellung. Meinen großen Dank spreche ich dem Ausstellungsarchitekten Michael Embacher und besonders auch Martin Dorfmann aus für die überaus gelungene Installation der Ausstellung. Ich freue mich sehr darüber, dass ein großer Teil der gezeigten Objekte den eigenen reichen Beständen des Kunsthistorischen Museums aus der Habsburger Porträtgalerie in Schloss Ambras und den vielen Sammlungen des Kunsthistorischen Museums stammt. Darüber hinaus haben sich die wichtigsten Institutionen im deutschsprachigen Raum, die über einen textilhistorischen Bestand verfügen, als großzügige Leihgeber erwiesen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Germanische Nationalmuseum Nürnberg und das Bayerische Nationalmuseum München. Weitere Leihgeber sind das Deutsche Ledermuseum in Offenbach, das Hessische Landesmuseum Darmstadt und das MAK-Museum für angewandte Kunst in Wien. Spektakuläre Leihgaben verdanken wir weiters dem Institut für Archäologie der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, dem Museum in Thein, Tschechien und der Prager Burg. Schließlich haben auch die Österreichische Nationalbibliothek in Wien, das Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck, das Tiroler Landesarchiv, das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, die Universität für angewandte Kunst in Wien und die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol sowie private Leihgeber ihre Schätze zur Verfügung gestellt. Ein großes Dankeschön. Besonders herzlich danke ich all jenen, die durch ihre finanzielle Unterstützung zur Realisierung der Ausstellung beigetragen haben. Dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck im Rahmen des Kultursommers Innsbruck 2021 sowie dem Innsbruck Tourismus. Danken möchte ich auch dem Innsbruck Marketing für seine großzügige Unterstützung. Ein herzlicher Dank geht schließlich an die Landesinnung Mode und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer Tirol, deren Kreationen im Kaiserzimmer von Schloss Ambras ausgestellt werden. Der Gesellschaft der Freunde von Schloss Ambras danke ich für die Übernahme der Restaurierungskosten. Dem Verein der Freunde des Kunsthistorischen Museums danke ich sehr herzlich für den überaus großzügigen Druckkostenzuschuss für den Ausstellungskatalog, dessen ungewöhnliche Gestaltung eine großartige Referenz an das Ausstellungsthema ist. Einen ganz besonders herzlichen Dank spreche ich aber an dieser Stelle auch der Modeschule Kunst, Mode, Design, Herbststraße in Wien aus. Ausgehend von unseren historischen Gemälden der Habsburger Porträtgalerie schufen angehende Kostümdesignerinnen prächtige Roben, die in Schloss Ambras und der Innsbrucker Innenstadt bewundert werden können. Und nun darf ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, dazu einladen, in die Welt der Mode einzutauchen, also Mode schauen. Ab morgen sind die Tore von Schloss Ambras weit für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Sie. Hi, I'm Christian Lacroix and I want to say how honored and happy I felt being engaged with this wonderful, wonderful project, Mode schauen, in Schloss Ambras. And I wish you all the best and recommend you to visit this wonderful, wonderful, wonderful exhibition. Thank you very much.